Also nochmal, wenn ich jetzt frage, wie das mit der Prominenz ist, dann wirst du mir sagen, das ist, ach, werden Sie mir sagen, das ist alles ganz furchtbar und das kann man alles überhaupt nicht ertragen und das ist lästig und das hat man überhaupt nicht gerne. Und wenn man fragt, wie das Publikum in Bremerhaven ist, dann werden Sie sagen, es ist zauberhaft und es ist wunderbar und ich liebe euch alle. Und wenn ich Sie frage, warum Sie nicht Priester geworden sind, dann will ich eine vernünftige Antwort hören. Genau, also lassen Sie all die Fragen. Weg. Nein. Ja, wollen Sie es jetzt wissen? Ja, dann bitte ich aber drum. Also Frage 1, das war mit der Prominenz, oder wie? Nee, jetzt machen Sie mir mein Konzept nicht kaputt. Das haben wir, das machen wir später. Ach so, fragen wir nicht. Gut, ja, ich dachte schon, Mensch. Ja gut, nee, jetzt mit dem Zölibat. Jetzt weichen Sie mir nicht aus. Im Zölibat? Warum sind Sie denn nicht Priester geworden? Na, das ist so eine schöne Legende, die sich hält. Ich meine, es ist so, dass jeder katholische junge Mensch... Und ich bin einer und ich war erst Pfadfinder und Ministrant und alles. Der will zwangsläufig mit 13 Pfarrer werden und mit 16 will er es dann weniger. Aber ich doch, das legt sich dann relativ schnell. Obwohl ich sagen muss, wenn ich heute in die Kirche gehe, bedauere ich fast manchmal, dass ich ein Pfarrer geworden bin. Weil ich den Eindruck habe, dass man das Ganze auch etwas fröhlicher präsentieren könnte. Aber seelsorgerische Fähigkeiten brauchen Sie in Ihrem Job auch. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist so. Man kann darüber viel lästern und viel stänkern und weiß der Teufel, aber ich glaube schon, dass eine gewisse Verantwortung oder eine, ich will mal sagen, das hört sich jetzt auch so spießig an, gerade von mir, aber so eine, es ist nicht das Schlimmste, wenn irgendein Mensch einen Halt oder eine Philosophie oder eine Religion meinetwegen in irgendeiner Form im Hinterkopf hat. Ich würde das für mich behaupten, auch wenn man es mir nicht ansieht. Trotzdem nochmal mit dem Zölibat. Mit dem Zölibat. Woran haben Sie denn gemerkt, dass das nicht geht? Sie haben beschlossen, das geht nicht, weil das mit dem Zölibat... Na, es war nicht wegen dem Zölibat, das hat irgendein Schmarrer mal geschrieben, das war nicht der Grund. Es ist so, dass ich einfach in der Tat mir vorgestellt habe, dass Theologie ein Beruf sein könnte, Priester auch. Ich hätte es mit dem Zölibat ehrlich nicht geschafft. Ich hätte auch gehofft, dass das eher abgeschafft wird, als ich warte immer noch drauf. Aber die packen das ja nicht. Und... Also ohne Zölibat könnte ich mir das vorstellen. Ich meine, ich bin ja jetzt, muss ich ja mehr aufpassen, als ich als Pfarrer, je, was ja da aufpassen müssen. Den Eindruck habe ich auch.